Geisterfahrer, Vollidioten. So, also wie gesagt, ich schalte jetzt um. Ich habe jetzt nämlich auch Bock, richtig zu reacten. Und dann würde ich sagen, let's go. Lass uns mal über Fahrradunfälle mit Geisterfahrer Köln-Mülheimer Brücke. Hat mir ins Herz gelegt und ich will mal kurz reinschauen. Gibt es hier einen benutzerpflichtigen Radweg? Genau, benutzpflichtigen Radweg. Alle Radwege sind benutzpflichtig, obwohl die beiden Pylonen auf jeder Brückenseite Unfallschwerpunkte darstellen. Dort gab es bereits 4 schwere Unfälle. 2 Menschen wurden... Wart? Okay, wir schauen uns das an. Der Radweg wird verboterweise regelmäßig und hoch von Radfahrern in die falsche Fahrtrichtung benutzt. Geisterfahrer! Das ist mit Geisterfahrer. Stadtverwaltung, Polizei und Politik der Stadt Köln wissen um die Gefahren, sind aber seit Jahren nicht fähig gewählt, um da irgendwas zu machen oder so. Geisterfahrer! Geisterfahrer! Dann würde ich wieder doof vorkommen. Der Radweg, das ist der Teil links von der weißen Linie. Ah, sehr schön. Entspricht in Breite, Führung und Beschaffenheit nicht den erforderlichen gesetzlichen Normen. Naja, du hast ja jetzt nicht viel Möglichkeiten, auf dieser Brücke irgendwas zu machen. Ja? Also links, rechts ein bisschen was anbauen, Meter, das wird ein bisschen schwierig. Also muss man gucken, was für einen Platz hat man, was für Möglichkeiten hat man. Fertig. Ja. Das sieht ja schon mal. Auch, oh, ich sehe schon, was kommt. Ach du Schreck. Bob, wenn du das machst, ja, dann nach 10 Minuten hast du keine Stimme mehr. Es scheint, als würde der Radfahrer hier einfach im Schicksal überlassen. Okay, jetzt gucken wir mal. Geisterfahrer! Die muss das Geländer ja richtig doll lieb haben. Oder? Sie genießt die Aussicht? Sieht so aus, ob sie die Aussicht genießt. Scheibenkleister, ey. Mein Gott, komm, lass, wir gucken das nochmal an. Ich glaube eher nicht, dass sie sich erschreckt, weil er vorbeikommt, sondern sie erschreckt sich, glaube ich, wegen Geister. Da fällt mir was ein. Zello, wollen wir das nicht als Kanalpunkt-Belohnung machen? Klingt gut, ja, könnte man machen. Geisterfahrer? Das ist doch geil. Pass auf. Dann für 400 oder 500 Kanalpunkte kommt dann das. Geisterfahrer! Das mache ich. Das ist gut. Oh, guck mal. Genau richtig eingefroren, das Bild. Ey, herrlich, herrlich. Nicht mehr halten und würde ich wie eine Ratte zermalmen, bis du den Arsch zerreißt. Ach, herrlich. So, wissen Sie, was Sie in Zukunft machen sollten? Die richtige Straßenseite benutzen. Sie sind als Geisterfahrer unterwegs, da ist vorne ein Schild. Ja, das haben wir nicht so. Ja, da müssen Sie mal gucken. Weil wir hinten eingefahren sind. Das ist für mich gerade so richtig cringe. Ich schäme mich gerade ein bisschen. Und Ihre Frau ist jetzt verletzt. Und der Fahrer ist kaputt. Und Sie sind schuld, dass ich Geisterfahrer schreien muss. Hier gab es 4 schwere Unfälle und 2 Menschen sind tot. Einer ist invalide, den habe ich mal kennengelernt. Der hat keinen Spaß, der kann nicht mehr arbeiten. Ja, dann müssen Sie auf der anderen Straßenseite fahren. Alles klar. Ja, super, das ist ein Wahnsinnsargument. Das können Sie, wenn Sie denn mal einen erwischen, können Sie dem das sagen, er soll das aus seinem Grabstein tun. Helm auf, das habe ich auch ja. Entschuldigen Sie bitte, aber wir wollen ihn ja nicht. Ich bin nicht schuld. Ja. Ja, los, das, weiter bitte. Das hätte mir viel gebracht, wenn ich jetzt gestürzt wäre, dass die sagen, die sind schuld. Ja, nee. Dass die beiden, die hier gestorben sind, das waren die anderen auch schuld. Das ist auch super, wenn die dann sagen, ich bin nicht schuld. Nee, nee. Alles klar, wir nehmen das an und gehen in Zukunft.
Ja, das hoffe ich. Ich kann mich nicht verdienen. Ja. Danke. Grinch, ja, ja, ich sitze ja auch ganz nervös. Ja. Vielen Dank für deine Arbeit. Ja, die Frau ist gerade auf die Fresse. Deadman, Dankeschön. Vielen Dank. Vollidioten. Hat jetzt gerade gesagt, die Frau ist gerade auf die Fresse geflogen? Ja, die Frau ist gerade auf die Fresse geflogen. Hat er doch gesagt. Vollidioten. Sind denn die Fußgänger auch Geister? Fußgänger? Müssten die dann auch nicht die andere Straßenseite benutzen? Ach, beidseitig sind... Also, gut, die Fußgänger, alles klar. Alter, ist ja wieder hier. Ach so. Okay, steht extra ein Schild auch noch da. Okay. Der erste kommentiert in den Gefälle von Radfahrern und Fußgängern auf dem Brücke. Alles klar. Nee, die müssen keinen Abstand halten, Hausbau, weil es getrennt ist. Ja, schön getrennt. Ach, hier ist sie sehr schön. Für Steuerzahler existiert die STVO nicht. Ganz genau. Ganz genau. Achtung! Geisterfahrer! Jetzt? Geisterfahrer! Man könnte wirklich den Eindruck haben, dass er selber auf der falschen Seite fährt, weil so viele, die ihm entgegenkommen, ja. Das ist ja krass. Geisterfahrer! Hat er einen eigenen Kanal eigentlich? Hat er einen eigenen Kanal? Geisterfahrer! Gott, ich bin doof. Geisterfahrer! Vollidioten! Boah, ich dürfte da nicht langfahren, ich würde mich maßlos aufregen, ne? Oder ich auch, ja. Okay, danke. Oh. Oh, okay. Also noch offensichtlicher kann man es ja eigentlich nicht hinstellen, dass ich weiß, das ist einfach, ich hab ein Video, du lachst dich kaputt, ich hab ein Video, warte mal, das muss ich dir zeigen, das ist Berlin S-Bahnhof Pankow, du fällst von Glauben ab, also das ist so typisch Berlin, hier, diese Schilder hier, na? Wir dürfen nur links abbiegen, darunter steht Linienverkehr frei oder anliegerfrei, nur bis zur Bushaltestelle, Lieblingskreuz, Florian Kenze, alles klar, so, nur bis zur Bushaltestelle anliegerfrei. So, anliegerfrei kann man ja so deuten, dass wenn ich ein Anliegen habe, dass ich hier durchfahren kann. Und die Schilder sind ungefähr jetzt hier hinter uns. Und hier ist nochmal Durchfahrt verboten. Durchfahrt verboten. Und davor, jetzt hier, wo wir stehen, wir dürfen nur nach links abbiegen. So, und dann, das juckt keinen. Der erste, der zweite, der dritte, der vierte. Und dann, oh ne, geht weiter. Und dann der nächste, und der nächste, und der nächste. Das interessiert die nicht mehr. Und wenn da keiner steht und auf die Finger haut, dann ist es egal. Dann fahren die. Die fahren, das ist unglaublich. Jupp, sehr gut gemacht. Ganz, ganz großes Kino.